Guten Morgen. Na, wie gut geht's dir heute? Aus meteorologischer Sicht ist übrigens bereits Herbst. Für die Wetterfrösche beginnt der Herbst am 1. September. Na dann. Ich würde heute gern auf das Thema Nahrungsergänzung eingehen. Zu dem Thema kann man ja durchaus unterschiedliche Meinungen vertreten. Anlass für dieses Video oder für diese Folge ist ein Video, das die Bundestagsabgeordnete Renate Künast im Mai diesen Jahres auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht hat. Renate Künast war von 2001 bis 2005 Bundesministerin für Gesundheit, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Bis 2018 war sie dann Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages. In dem Video sagt sie, ich zitiere, ich meine, wir müssen auf unsere Gesundheit achten, weil Nahrungsergänzungsmittel können tatsächlich wegen falscher Dosierung und überhaupt gesundheitsgefährdend sein. Es geht um unsere Gesundheit statt Verbrauchertäuschung. Und zweitens, dass die Bundesregierung endlich eine Initiative ergreift in Europa, damit für die gesamte EU-Ebene festgelegt wird, was die Höchstmengen sind und eine Zulassungspflicht normiert wird. Warum Zulassungspflicht? Damit klar ist, welche Stoffe überhaupt in bestimmten Mengen genutzt werden und welche gar nicht. Zitat Ende. Puh. Also was die Zulassungspflicht angeht, worüber reden wir denn? In Deutschland ist längst geregelt, was einer Zulassung bedarf und was nicht. Und falls wir EU-weite Höchstmengen brauchen, dann können wir uns gern an den Höchstmengen in anderen Ländern orientieren. Da liegen sie weitaus höher als bei uns. Und warum das besser ist, das wird gleich noch klar. Frau Künast befürchtet unter anderem eine Gefährdung der deutschen Bevölkerung durch Nahrungsergänzungsmittel und deren Überdosierung. Ich beschäftige mich nun schon seit einigen Jahren mit dem Thema Gesundheit und eine Überdosierung von Vitalstoffen, und um die geht es bei Nahrungsergänzungsmitteln doch wohl, ist mir persönlich noch nie untergekommen. Aber ich bin ja nur der Podcaster. Vielleicht kann ein Experte weiterhelfen. Vor einigen Tagen hat Professor Dr. Janosch Winkler aus Lüneburg ein Video veröffentlicht, in dem er als Experte auf die Forderungen von Frau Künast eingeht. Ich möchte das, was er in dem Video sagt, einfach mal zitieren. Verehrte Frau Künast, was haben Sie da nur für Berater gehabt? Sie können doch Ihre Bedenken wegen einer Überdosierung von Nahrungsergänzungsmitteln mit einem ganz einfachen und logischen und wissenschaftlichen Gedankengang sofort aus der Welt schaffen. Wenn also das deutsche Volk Gefahr läuft, überdosiert zu werden, müssten ja sämtliche Untersuchungen und Studien zeigen, dass dem so ist. Ist das so? Nein. Warum ich mich hier zu Wort melden darf? Weil im Gegensatz zu Ihnen schätze ich nicht, glaube ich nicht, hoffe ich nicht, sondern weiß, weil ich messe. Ich bin Arzt in einer Praxis und arbeite täglich mit realen Patienten. Und 13.300 Laboruntersuchungen in den vergangenen 13 Jahren habe ich beauftragt und ausgewertet. Nur ein Beispiel. Vitamin D wurde selbst von Ihren Kollegen aus dem Bundesgesundheitsministerium mit einer Unterversorgung der bundesdeutschen Durchschnittsbevölkerung von ungefähr 80% angegeben. Von den 3.400 Vitamin D-Untersuchungen, die ich von 2011 bis 2019 durchgeführt habe, ergaben gerade einmal 20 die richtigen, also gute Vitamin D-Werte. Das sind aufgerundet gerade mal 0,6%. Und jetzt kommen Sie. PS, soll ich Ihnen noch die Zahlen der Unterversorgung der bundesdeutschen Durchschnittsbevölkerung hinsichtlich Vitamin C, Selen, Magnesium, Omega-3, Zink, Aminosäuren etc. präsentieren? Ich stelle Ihnen gern sämtliche Datensätze zur Verfügung, zum Staunen und Nachlernen. Ich werde meinen Patienten weiterhin unbeirrt mit wissenschaftlicher Grundlagenmedizin helfen, ein selbstbestimmtes, vitales Leben zu führen. Professor Dr. Janosch Winkler. Zitat Ende. Puh, ich weiß nicht, wie Frau Künast auf die Idee kommt, Nahrungsergänzungsmittel würden eine Gefahr für unsere Gesundheit darstellen. Die Fakten beweisen das genaue Gegenteil. Die Gefahr für unsere Gesundheit geht von der Unterversorgung mit Vitalstoffen aus. Wer die Wahrheit erfahren will, der muss messen und nicht schätzen. Wenn jemand, wie der liebe Janosch, in 13 Jahren 13.300 Blutanalysen ausgewertet hat, dann kann er einschätzen, ob die Gefahr von Überdosierung durch Nahrungsmittel in der Bevölkerung besteht oder nicht. Das ist nicht der Fall. Die Unterversorgung mit Vitalstoffen ist das eigentliche Problem. Dr. Ulrich Strunz blickt auf über 30.000 Blutanalysen zurück und sieht genau das gleiche Bild. Jede wissenschaftliche Studie, die auf Messung beruht, bestätigt das.
Nahrungsergänzungsmittel pauschal als Gefahr für unsere Gesundheit darzustellen, ist ebenso unsinnig, als würden wir den Sicherheitsgurt im Auto abschaffen, weil er eine Einschränkung unserer persönlichen Freiheit darstellt. Sicherheitsgurte retten tausende Menschenleben im Jahr. Und Nebenwirkungen durch zu viel Anschnallen sind nicht bekannt. Nahrungsergänzungsmittel verhindern unzählige Krankheiten und verbessern die Lebensqualität von Millionen von Menschen. Gesundheitliche Schäden in der Bevölkerung durch Überdosierung gibt es einfach nicht. Und dafür, dass eine Überdosierung im Einzelfall praktisch unmöglich ist, dafür sorgen die bereits vorhandenen Regelungen und Vorschriften. Jedem, der sich da eine eigene Meinung bilden möchte, empfehle ich, eine Blutprobe abzugeben und zu messen. Habe ich gemacht. Mann, bin ich froh, dass es Sicherheitsgurte gibt, die ich verwenden kann, ohne dass mir jemand reinredet, der sich offenbar nicht auskennt. Danke, Janosch, für deine Zahlen und für deinen Standpunkt. Und dir, lieber Hörer, einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf morgen. Dein Ralf Bohlmann.